Tomme und Flo, sie hassen sich so. Blöd Bros Brawl. Flo, los geht's! Es geht los. Ich glaub, du bist Nummer 1. Ich bin Nummer 1. Ich glaub schon, weil du links bist. Fuck. Scheißname ist das schon mal. Poop Derp. Poop Derp. Ja. Thanks. Now, Player 2, how about your name now? Ich bin, Graf Koks. Top. Wir spielen You Don't Know Jack. Ja. Hau gleich die volle raus. 21. Whoop, whoop. Pure Savage, du bist cool. Okay. Okay. Poop Derp. Wäre eigentlich besser dein Buchstabe P wie Poop Derp. Und ich hätte am besten die Taste Koks. Die Koks-Taste. Die bekannte Koks-Taste. Jetzt geht's gleich los. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh, ja. Ihr müsst übrigens Englisch können, um zu verstehen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber wir haben nur intelligentes Publikum, von daher passt es. Ihr könnt Englisch. Ja, und wenn nicht, habt ihr Glück. Dann müsst ihr euch das alles aus dem Kontext erschließen. Müssen wir klatschen? Ich weiß es nicht. Oh nein. Geht jetzt ein Vollbild? Das wäre kacke. Was passiert jetzt? Ich hab Angst. Nee, alles ist gut. Ja. Jellyvision! TV! If you're good at other trivia. Wenn ihr gut in andere Trivia-Spielen seid, das heißt nicht, dass du irgendeinen Scheiß weißt. It's time for the show where high culture and pop culture collide. Leider gibt's halt das Spiel bei Steam nicht auf Deutsch. Also, wir haben's versucht. Wir haben alles versucht. Ja. Es geht um Quiz, falls ihr das Spiel nicht kennt. Kauft's euch. Ist das noch eine andere Stimme? Haben wir die Stimme gewechselt? Das ist jedenfalls nicht die aktuelle Stimme von Cookie. What do you do when your neighbor doesn't know the answer to a question? Nageln. Mit Spacebar, oder? You got it. Screw him. And hit the S key. It forces your opponent to answer genau. That question. Einbuzzern und dann S drücken und dann kannst du nageln. Drivers, du auch? Ja. Aber es kann halt immer nur einer nageln. Okay. Ich weiß. Back in my day, we had to wade through the net. There's a name for computers like you. Superman and Color Perception. Du, mach, komm. Du bist dran. Graf Koks. Achso, sorry. The name in this category is Superman and Color Perception. And this one's gonna be worth $1,000. What if Lois Lane did a sizzling expose on tights-wearing vigilantes, and when Superman read it, he was pissed off? If Superman accused Lois Lane of yellow journalism, what exactly would he be complaining about? Player 2, what is sensationalism? Yes! What? Yes! Es war gerade kurz rot, deswegen dachte ich, oh, Mist. Ja, ich werde dich wohl totficken. Also ich bin, wir wissen ja, dass ich gut viel Glück bin. I'll take the combo, die Serial Killers, Cannibal Cajun Cuisine. Serial Killers! Alright, let's see what we're doing here. Serial Killers. I'm paying out $2,000 if you get this one mach right. So okay, let's get this ball rolling. Ja, if Captain Crunch resigned his naval commission to accept the equivalent rank in the US Army, what would he be called? General Crunch, Lieutenant Crunch. Mach mich doch fertig. Captain. Are you watching your score? Fuck I'll you! Show you a major crunch. Kann ich jetzt noch beantworten, oder? Ja, kannst du. Nein, kannst du nicht! Generals are equal to rear admirals. Fick dich doch! Was? Nein, ich hab Lieutenant, glaube ich. Ah, fick dich doch! Oder? Here's what you should have guessed. Shit. Okay. Wieder was gelernt über die Armee. Wir sind halt einfach so platziert. Das ist ja schön nach hinten losgegangen, ne? Ja. Ich hab immer noch 1000 mehr als Mark, ich, ja. 1000 weniger wenig als du. Mr. Jones, stop the underwear, please. Bread and other bodily functions. Mathematics and the people's code. Das klingt doch gut. Hä, was hast du genommen? Ich hab's jetzt nicht mitbekommen. Bread and other bodily functions. Was, the amount on the table is $3,000. Okay, get your fingers ready, let's get busy. Kann man alles wieder rausnehmen. Obeying the German translation, what should you do after eating pumpernickel bread? Burp, pee, fart, or lick your lips? Player one. Nee. Pumpernickel? Das sind gut. Wir sind Deutsche! Yes! Was? Ah, ja. Fick dich doch. Pumpern kommt von Pumpern kommt von Pupen und Pupen kommt von Pupsen?
Und Pupsen ist das, was wir ziemlich witzig finden. Gabriel Big Stick is a great start to your day. Groundhogs and their holes. Assholes. Also wenn ihr jetzt keine Groundhog Day Frage kommt, weiß ich auch nicht. The question that cares. Frage 4. Die Arzt, der die Frauen vertrauen. Die Frage. Right, you got 2000 bucks coming at you. Now you might know that when a groundhog emerges from its burrow after hibernating and chooses whether to stay above ground or go back to sleep for 6 weeks. Under what condition will a groundhog remain above ground after it emerges? If it doesn't see its own shadow, if it hasn't urinated for 10... Yes, I'd like to direct your attention to your score. Watch closely. Ah, fuck. Ja, what condition will a groundhog remain after... Viertens wahrscheinlich. Warte. Go for it, please. If it doesn't see its own shadow. No, that's just folklore. Ah, schade. Viertens wetten? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe jetzt gedacht, so vielleicht wegen der Schaltung der Sonne, so dass sie dann... Ja, Sonnentag, ja, du bist ganz toll klug. Ja, ich habe es ja auch falsch beantwortet. Dann bist du auch ganz schön dumm. Du bist dran. Yo, Tush and Shrubby, Driven Barnyard Cricket, Love Songs and Knife Fights. Das klingt doch nach einem spaßigen Titel. Oh, oh. Oh, shit. Was passiert? Tinkerlick Testrum. Wer leckt wen? Ich leck was? Die Gibberish Question. Oh. Ah, man muss... ich glaube, man muss irgendwie, dass es sich reimt und so. Yeah. Oder? Okay, now remember, the faster you solve this puzzle, the more money you win. Now you know there's no screwing neighbor in this kind of a question. You ready to untangle some gibberish? Let's do it. What does this rhyme with? Blue fight glup by knife. By knife? Oh, man muss eintippen. First hint, it's a really sappy song from the 70s. Player 2, go for it. Type. You light up my life. Yeah. Bam! Shit. Ich habe $0. This right answer is a real boon to your score. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht gerade. Ich habe jetzt einfach nur gedacht. Keine Ahnung. Wirklich? Nein, ich weiß. Our favorite reruns, bathroom humor, and witch. Number 6 hit. The category, which. And it looks like you can win 1,000 greenbacks for this one. All right, I want you to think back now to that classic movie, The Wizard of Oz. If a cartographer made a map of Oz and put the faces of its famous witches from the movie at the appropriate points on the compass, which point would be witchless? North, east, west, or south? South. There's no Wicked Witch of the South in the movie. Fuck. Ich war nicht sicher zwischen Norden und Süden. Westen und Osten ist klar, aber Norden war ich mir nicht sicher. Exodus Norns war das, was ich am meisten dachte eigentlich. Poop Derp. Protect and Serve. The Great Tired End of the Sky. Was? Melts better than Shatter. This one's gonna be The Great Tight End in the Sky. This question's gonna be worth 2,000 $1 bills. Get your eyes focused on the screen. Here we go. If playing football required one to eat the football, what religious group would not be able to play? Observant Mormons, Orthodox Jews, Observant Muslims, or Observant Hindus? Oh, shit. Fuck. Player 2, what do you say? No football dinner for Hindus. Ja, weil es ist ja aus Leder und Leder, das ist cool. Kuhleder. Und deswegen bin ich super klug. Ich hab's ja auch gewusst. Ich hab genau zur gleichen Zeit schneller gewusst. Ja, 20 Hundertstel. Grown men dressed like fruits. Dann. Was? Ich kann mich damit einfach identifizieren. Ich zieh mich auch mal Lady Gaga? Nee, die gab's doch noch nicht. Fruits, ich hab Fruits verstanden. Hope you're ready, cause here's one coming at you. Which of these would not go into a Fruit of the Loom fruit salad? Green grapes, red apples, yellow bananas, or red... Go for it, player 2. Achso. Not going to the Fruit of the... Player 1, you've just been screwed. Green... Ja, das ist, glaube ich, irgend so ein Produkt, was es mir gibt. Fuck. Oh, bitte, bitte. Oh, I'm sorry, that's yes! Correct, but it was a really bad guess. Fuck. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was denn... Geh weg! Boah, das haben wir früher immer gemacht. Wir haben zu viert vom PC gesessen. Yellow Bananas? Scheiße. Wir haben dann zu viert vom PC an der Tastatur gesessen und haben dann von den anderen Leuten die Knöpfe gedrückt damals. Shit. So, auf so einem schönen Röhrenmonitor. Hätte ich doch mal lieber das genommen, Mann. Ich hab echt zwischen den beiden überlegt. Puter! So, tell me about your bitch. Harry Things. Harry Things. Nimm nicht Harry Things, damit kenne ich mich aus.
So, tell me about your bitch. Da muss ich an diesen Fry and Laurie Gag denken. Anyway, tell me about the size of your girlfriend's breast. Right answer. What Disney film could this be a Freudian review of? A childless couple displaces its affection onto its pets. An archetypal villain frustrated by her own failure to marry angrily chases the dogs. Would it be The Lady and the Tramp, The Rescuers, 101 Dalmatians, or the... Go for it, player one! Fuck, nein! Dog. Du doof! Oh, fuck, that's it! 101 Dalmatiner sollte es sein. Ja. Scheiße! Ja, ich wollte gerade... Wenn es jetzt nicht am Ende das mit den Hunden gekommen wäre... Ja, nein, ich dachte es mir hier schon, Displays Affection into the Pets. Ja, eben, das ist auch gar kein... Genau, bei The Rescue Kids ist auch gar kein Pärchen, sondern eine alte Frau. Ja, und außerdem sind es Katzen. Horny Women, ja. Ich habe die anderen beiden gar nicht gelesen. Here's the category. Horny women. Was? Hairy women? Damit kenne ich mich aus. Okay, hang tight. Put your fingers on your buzzers. Here's the question. Harry Potter? Which opera actually ends with a fat lady singing? Weber's Jesus Christ Superstar. Scheiße. Go for it, players. Ladies and gentlemen, Mr. Dick Wagner presents... Richtig? Scheiße. Yes! Das ist das Einzige, weil ich kenne nur dieses Bild von der dicken Walküre. Ja. Ich hab das noch nie gesehen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Fangfrage. Ja, ich hab jetzt ein bisschen gepokert. Ja. Ich hab hochgepokert und hochgeflogen. Hochgeflogen. Hochgefallen. Hochgefallen? Oh, wir kriegen neue Nägel. Nadeln. Das sind Schrauben, Mann. Das sind nicht mal Nägel. Schrauben, okay. The Future of America and Guys Named Screech. Where in the world is Billy San Diego? Ich lass es einfach mal. My choice now, and I want this one. Okay. And now, 11. Alright, let's see what we're doing here. Hey, what's that on your hand? It's gonna be worth $1,000. Flight attendants, prepare for takeoff. If you had a liverwort on your hand, whom would you most likely call to remove it? A butcher, an internist, a botanist, or a dermatologist? Player 2. God, sometimes it's so damn easy to trick you people. Schade. A liverwort on your hand. Ja, das klingt halt auch eine Hautkrankheit, ne? Ich hab keine Ahnung. Ist mir jetzt auch zu risky. Manchmal zwingt das Spiel wahrscheinlich auch ein Butcher, oder? Too bad you didn't pick this. You'd call a botanist. A liverwort's a plant. Ah, ein Wurz, weißt du? Leberwurz. Leberwurz? Ich glaube, wir denken an Leberwurst. Communism, Staple Grain, Sex on the Beach, Insults and Big Business. Na, was wohl? Uh-oh, Chestnut Slick Crime Store. Once again, it's time for a Flicker Piss Nose. Okay. Flicker Piss Nose. Flicker Piss. Wer ist Piss wen? Right now, here's your category. Ja, im ersten hatten sie halt noch nicht so viel. What? What? Oh mein Gott, ich kriege $1,000,000. Okay, to solve this puzzle, you gotta think fast, because every second and a half, I'm ticking off a little bit of cash. Alright, ready? What song title does this rhyme with? Song title, okay. Blair, Heavy Scotty blows for fame. Don't be fooled by the punctuation. It won, it's the theme to a TV show. Oh. What? Hit number two, this TV show is set in a bar. Yeah. How I Met Your Mother? Nine. Last hint, you should check. Ja! Ich hab aber keine Ahnung, wie das Lied heißt. Ich auch nicht. No. Aha! It's all yours, player two. Oh, ich weiß, warum fällt mir das jetzt ein? Yeah, sometimes everybody. You gotta go where everybody knows your name. And they're always glad you came. Na, für 500 lass mir das. Warum? Ja, aber warum ist mir das nicht direkt? Oh, fuck! Category player two, is it real or is it breakfast? Frühstück. The name in this category is it real or is it breakfast? And this one's gonna be worth $2,000. Oh, ich hab auf den Bildschirm gespuckt. Hang on tight, cause here we go. On the TV commercial for this product, a spokesperson tells strips of bacon to move over and make room for something meatier. What is it? Says the go for it, player two. Ich drück immer auf N. Was mal bist du? Oh, okay, das ist echt. Got answer, player one. Strippies? Sizzling? Bacon. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn mich doch mit Amerikanern. Das war's nicht. Ich sag Strippies. Strippies? Nee, ich lass das. Schön bleiben, du. Ich würde sagen Bacon. Bacon. Ich glaube, selbst die Amerikaner sind nicht so scheiße. Sizzling. Sizzling. Kennt ihr beide. Kennst du Snozzberries?
Nein. Das ist ein... Raspberries und... Nee, Snozzberries, das ist bei dem alten... When Mom Can't Cook. Live, Live Liberty and the Pursuit of Special Favors. Nein, mach das. Das ist, wenn... Das erinnert mich an meine Mutter. Das erinnert mich an meine Mutter, die Frage. Frau Note, es tut mir sehr leid, dass sie nicht kochen können. Sie kocht schon, aber sehr, sehr selten. Aber sie kann es nicht. Aber sehr, sehr selten. Educated mother just served us new pizza is a mnemonic device for remembering what? The order of the planets. Players, the order of the planets. Mars, Venus, Erde, Mutter. Ja, wir wissen alle, wir kennen alle die Planeten. Außer es gibt keine Pizza mehr. Ja, klar. Es gibt keine Pizza mehr. Pizza ist leider kein Planet mehr. Let's have a category player too. Banking, Nothing and Voyeurism. Nur wegen Voyeurism, oder? Was? Sie hatten, glaube ich, nur gibberish Question, oder? Ich habe keine Ahnung, ob es so noch was anderes gab hier. This or Death gab es, glaube ich, auch noch nicht. Also, ich weiß es nicht. Das ist jetzt im zweiten dann wahrscheinlich. Scheinbar. What? If you're really fast, you can get up to 10,000 bucks. Boah, Mann, die verkacke ich jedes Mal. Okay, now remember, you don't have all the time in the world here. The less time you take, the more money you make. Ready? Don't let the punctuation fool you on this one. With what cliché does this rhyme? Cliché. Hey, Denny bathed Liz. May Lenny burned? Was? Hint number one, it's banking advice. It's banking advice about a very small sum of money. Was? Like what this question will be worth by the time you answer it. Benny. Last hint, do it twice and have enough for two gumballs. Penny. May pen a hey pen. Okay, come fuck you. Let me put it in context for you. Yeah, now, Junior, I'm starting you with the 1 cent a week allowance, but don't rush out and just spend it. Remember, hey, Denny bathed, Liz may Lenny burned. A penny saved is a penny earned. I don't think you saved or earned anything on that question. Yeah, deswegen haben wir kein Geld. Player one, it's up to you. How gangrene is your valley? Fast food in merry old England. More fun with Yiddish. This one's gonna be more fun with Yiddish. You get this ja, Yiddish, meine Lieblingssprache. Nein, verdammt. Okay, get yourself set. It's time. Ich dachte, da hätte ich dich. In Yiddish, if you're a baller buster with Batesim, what are you? A what? With ball. Oh yeah. A baller buster with Batesim. You're getting screwed. Make the most of it. A housewife with balls. Yes! Es war absolut geraten. Ja. Aber Balleboste, das klang, das klingt so, als wie ich meine Frau nennen würde. Balleboste mit Beizim. Du bist ein Balleboste mit Beizim. Player 2, pick one. Maybe you should have that look. That's not nacho cheese. Nacho cheese! Oh yeah. The category. That's not nacho cheese. And we are talking 4,000 big ones. Get ready to buzz, cause here it comes. Doritos nacho cheese is actually a mixture of other cheeses. Which cheese is not a American cheese? Ich weiß noch nicht, was für Käse in Doritos. Das ist American cheese. Das ist scheinbar eine Käsesorte. Aber sie wird groß geschrieben, genauso wie Romano. Go for it, Roma! Nope. Ich hab hier schon verloren. Ich würde sagen, kein Parmesan ist drin. Like American. Schade. Wahrscheinlich American. Ja, Cheddar muss auf jeden Fall drin sein. Ja. Cheddar ist das cremigste, geilste überhaupt. Naja. Poopder! Late Night with Franklin Roosevelt. Ich mag Jenny es nicht. Dead at the Acropolis. Ich mag es nicht, Poopder zu nennen. Ich merke es. Ja, machen wir doch das. Klingt nach einer Geschichtsfrage. Ich kann doch gar keine Geschichte. Wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, oder? A right answer will get you two G's for this question. Hope you're ready, because here's one coming at you. Ed McMahon is the publisher's clearinghouse envelope, as Franklin Roosevelt is to the Shroud of Turin, Mount Rushmore, the US Diamond Prize. Ed McMahon zu, ich habe keine Ahnung von amerikanischer Geschichte. Also, ich habe Ahnung von amerikanischer Geschichte, aber ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen Mount Rushmore. US Diamond, wie gesagt. Achso, das kann auch sein. Oder Shroud of Turin. Keine Ahnung. Was? 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 Ich glaube, wie gut. Oh, was habe ich Glück. Ed McMahon's face is on the publisher's ja, gut, dass du es gerade das gesagt hast. Boah, danke Florian. Danke Poopder. Eigentlich müsstest du mir ein bisschen Geld abgeben jetzt. Okay. 50% von einem. Flo Geld. Klappt nicht.
What do you say, Player 2? How about it? Sky, your child for life, win $1 million. Yep, nein, mach nur die zwei Movie Mutants. Weil ich mein Kind für das Leben strafen könnte und $1 million bekomme. Scar your child for life, win $1 million. I'll pay you $4,000 bills for this one if you get it right. $1 million! Huge promotional stunt. Atlantic Records offers you $1 million to name your newborn son using only the letters of the alphabet that are also the names of musical notes. Which of the following names could you not use for the baby? Gabe, Dag, B, or Cal? You couldn't use Cal because the musical notes are A through G. Bam! Ich bin so musikalisch talentiert. I hope the child doesn't grow up to hate me because I explode. Halt einfach so langsam. Let's have a category player. Ja, so BJ Blowjob. Nein! Das ist ein Name. Ja, BJ steht für Blowjob. You get this one right, you get ein scheiß Name, BJ, wenn man Blowjob heißt. Okay, let's get this ball rolling. Which of the following TV characters is accurately named? Bear from BJ and the Bear, Cheetah from Tarzan, Fish from Barney Miller, or Man from Chico and the Man? Hä? Was? Bear from BJ and the Bear, Cheetah from Tarzan? Hä? Keine Ahnung. Look straight ahead and say bye-bye. Oh, ich dachte, da gibt's einen Cheetah, der wirklich Cheetah heißt. Nee, das ist ein Affe. Ah, oh, ich Dovian, stimmt, das ist ja der Affe, der auf ihm steht, ne? Und mit dem, der dann Sex hat. Was? Ja, ja. In case you're curious about the correct answer? Man from Chico and the Man. From Chico and the Man. Ja, was? Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Doktor! Oh, Doktor! Give me your measurements. Cause of death. Also, wir müssen eigentlich auf jeden Fall das mit dem Doktor nehmen. Is there a doctor in town? Who is the doctor? Oh, oh. Oh nein, oh, das ist ein Jack Attack. Jetzt schon? Ja, das ist jetzt das Finale. Oh mein Gott, das ging schnell. Time for the attack. Buzz in when two words match and you get 2000 bucks. Buzz in when there isn't a match and you lose 2000. And don't forget. Dann müssen wir jetzt den Namen von Fernsehdoktoren kennen. It's the one that fits this clue. Is there a doctor in this town? Okay. Remember that clue. Put your fingers on your buzzers. Okay. We're doing it. Jetzt können wir alle noch mal alles gewinnen und alles verlieren. Oh Gott. Niles Crane. Nein. Was? Quatermain. Veronica Quatermain? Okay. Es geht auch darum, wo. Wo. Es geht darum, wo. Wo kommt dieser Arzt her? Ja. Okay, dann habe ich es verstanden. Oh, komm. Doogie Howser, wo spielt Doogie Howser? Fuck. Ich lasse das einfach mal. Ich habe absolut keine Ahnung, wo irgendeine Arztserie spielt. Das wird zu spät. Oh, Quinn. Dr. Quinn. Fuck. Ah, da war ich glaube, da war's. Meinst du Colorado Spring? Shit. Medicine Woman. Was zur Hölle? Was? Wer ist Bob Hartley? Nein, nicht in Arkansas. Auch nicht in Mesh. Auch nicht in Little Rock. Chicago, hey! Nice! Das war's wert. Cliff Huxtable. Oh, wo haben die, Huxtables? Wahrscheinlich in New York, ne? Keine Ahnung. Ja. Ne, hier, wie heißt er, ne? Die Huxtables. Marcus Welby? Bill Cosby ist doch Mark Huxtable. Achso, ja, stimmt. Ist noch bei Cosby. Ja, yes, Marcus Welby. Vielleicht war er Psychiater oder eine Medizinfrau. Oder ein Snob. Niles Crane. Die wohnen im Radio. Wo ist das denn? Wo ist die Serie? Das ist Frasier. Ah! Frasier Crane und Niles Crane. Ja. Monica Quatermain. Ja, komm. Was haben wir gesagt? Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Das vergesse ich doch immer. Ja. Kommt nicht mehr vor. Doogie Howser. Spielt Doogie Howser von Honolulu? Ich glaube nicht. Vielleicht in Los Angeles. Ja. Nice. Gut gemacht. Sehr gut vorgesagt. Yes! Mann! Fick dich! Ja, leck mich doch. Player 2's got it! Du kannst die Hypothek bei mir aufnehmen, wenn du willst. Von den 16.500, was ist das für eine Hypothek? Nee, du kriegst keine Ahnung, 2 Euro. Oder du kannst dir Essen kaufen. Liebe für Arme. Ah, schön. Spielen wir den zweiten?
Ja, bitte. Fantastisch. Kann nur besser werden. Vielleicht kommen auch ein paar modernere Fragen, mit denen ich mich auskenne. Du meinst die ganzen Fragen über und die... Vielleicht kommt ja irgendwas auf Japanisch, was gesagt Vielleicht wird. Kommt auch eine Frage zum... Weißt du? Und dann kann ich hier mit dem Punkten... Auftrumpfen kannst du dann, ja. Wenn es endlich umgeht. Alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.